Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 6 von Simotrans mit dem Comic Park. Letztes Mal haben wir hier geschaut, Gütersloh, da standen 53 Passagiere, die nach Lüneburg wollen und da wollten wir schauen, ob wir da eine Eisenbahn verlängern. Ne? Dann nach dem Intro gucken wir uns mal das Gelände an und schauen, wie wir da hinkommen. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann gehen wir da mal rein. Wir drücken nicht WASD, weil das ist falsch. So, wir haben natürlich hier sofort einen Berg dran. Okay, da können wir einen Bahnübergang machen. Das würde gehen. Würde man hier rüber vielleicht fahren? Nach hier rüber? Ich glaube, wir bauen die Straße vielleicht hier so. Nee, machen wir nicht. Ja, da lang. Und wir ziehen hier vorne den Bahnhof hin, ne? So machen wir es. Das heißt, so lang ist schon mal gut, oder? Gehen dann hier hoch. Oder nicht? Lass mal von der anderen Seite noch zeigen hier. Zuck. Hier lang. Da müssen wir die Straße ein bisschen verändern. Gehen hier lang. Da runter. Ja, ich glaube, wir fahren hier so rüber. Na, das wird da nix. Machen wir so. Ja, den Berg müssen wir dann da abbauen. Das hat anders keinen Sinn. Macht sowieso Sinn, weil wir da bestimmt sonst keinen guten Wachstum haben. 10.000 kostet so eine Begradigung. Respekt. Haben wir sonst alles richtig gemacht? Ich glaube, ja. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet für zu viel Geld. So, das passt. Jetzt müssen wir da die Straße noch umändern. Da sind wir hier falsch. Gehen auf das Straßensymbol. Nehmen die 50er Straße, die dann so geht und so geht. So, dann haben wir das erledigt. Ne, das war schon richtig. Dann müssen wir jetzt das Symbol haben. Und so passt es. Dann haben wir die Straße umgebaut. Jetzt nochmal auf die Eisenbahn und das Gleis da durchschießen. Passt, oder? So, hier oben muss jetzt ein Bahnsteig dran. Dann machen wir mal 3 Stück raus. Dann haben wir das. Aber wir hätten nur 2 gebraucht wahrscheinlich, ne? Ja. Machen wir auch nur 2, weil das zu teuer wird. Und dann nehmen wir den Zug, den wir haben. Und ändern den seine Linie, ne? Das macht vielleicht Sinn. Fahrplan. Neubrandenburg, Gütersloh. Lüneburg und dann wieder Gütersloh. Passt. Da oben 10% Ladung. Dann haben wir das korrigiert. Wo ist der Zug? Wahrscheinlich gerade in Neubrandenburg, ne? Ja, ist er. Da wartet er gerade auf Ladung. 51 Passagiere warten. Niemand will nach Gütersloh, niemand will nach Lüneburg. Und der wartet hier. 9 von 10% sind beladen. Das heißt, es müsste irgendwann gleich jemand losfahren. Okay, und dann müssen wir überlegen, dass wir diese hier irgendwie ausmustern. Die sind alle voll. Da ist noch einer. Auch voll. Zurzeit fahren die noch voll. Und wie sieht es auf dem Bahnhof aus? Also hier nach Gütersloh 8.
Und 7 über, also über 7, 8 über Gütersloh und 7 hin. Das sind 15. Und über Neubrandenburg wollen auch noch 5. Die würden ja auch noch mitfahren. Das heißt, es sind schon einige. Und der fährt irgendwann auch, oder? Machen wir gerade schneller. Wahrscheinlich müssen da jetzt gerade erst Kutschen ankommen, oder wie? Ja, da kommen auch welche an, das ist ja schon mal was. Vielleicht fährt er ja jetzt. Der Zug hier. Ah, da sind sie eingestiegen, aber der eine hat es dann nicht mehr geschafft. Gut, Zug fährt. Hier warten 30 Passagiere, da hat sich aber nichts groß dran geändert. Das können wir so lassen. Den lassen wir da. Pack die mal hier oben hin. Mal gucken, ob einer keine Fahrgäste hat. Aber ich glaube, da waren sowieso alles Fahrgäste, weil, ne? Ist der in Gütersloh? Ne, der ist gerade in Lüneburg losgefahren. Was macht unsere Liste hier? Marge 67. Wir haben den 10. Juni. Müssen wir irgendwie auch im Kopf behalten, dass es klappt, ne? Aber ich würde jetzt gerne mal länger, schneller fahren. Da kommt der Zug. Wo ist der Zug? 8 von 62 hat er nur drin, okay, über Gütersloh Rathaus. Und jetzt wollen wir hoffen, dass da welche nach Lüneburg einsteigen. Tun sie auch. Sogar sehr viele. Wow, fast voll. Das hat sich gelohnt. Da sitzen noch überall Leute drin. Dahinter war auch noch einer, ne? Ja. Da die jetzt da mitfahren, würde ich definitiv sagen, können wir hier vielleicht dann, ja, mal gucken. Wir warten gerade noch ab. Der kommt, glaube ich, jetzt hier in Gütersloh an, ne? Ja. Aber da werden noch welche mitfahren, wenn da welche sind, würde ich sagen, oder? Zug fährt schon wieder zurück. Tatsächlich. Und hat 34 Fahrgäste mit. Sehr gut. Hier sind nur noch 3 drin, ne? Da kommt der Zug. 53% haben wir da. So, er fährt im Bahnhof rein. Gäste steigen aus und Gäste steigen ein. 39. Marge 47. Ist noch nicht schwarz. Wie viele sind hier in Lüneburg? 54, davon zu Burg 31, nach Gütersloh 3. Das ist nicht so viel. Hier nach Gütersloh 3, über Gütersloh 2 sind 5. Nach Lüneburg 6 und 12 nach Lüneburg Rathaus. Wow, doch, da sind einige. Das sieht erstmal gut aus, was der da fährt dann, ne? Sind ja auch hier Taler genug. So. Müssen wir gerade einmal schneller fahren. Hier sind auch nur noch 3 drin. Da sind aber 6 drin. Ja, muss mal gucken, ne? Ob sich das noch rentiert, weil der Zug, ja. Wenn da oben gleich keiner mehr ist, dann würde ich sagen, ja, hat sich erledigt. Ist der Zug wieder da? Ist das schon 27 für Lüneburg? Ja. 31, die Zahl wird besser. Stopp, der hier kann jetzt ausgemustert werden.
Weil der war leer. Die anderen sind nicht leer. Er fährt schon wieder zurück hier mit 3 Fahrgästen nur noch. Okay. Wie sieht's hier aus? 26 geht. 17. Juni. Okay. Der ist da oben angekommen. Hat aber wohl geladen, ne? Ja. Hier rechts sind's. Doch, passt. So, jetzt hier. 2 noch. Weil der wahrscheinlich gerade weit, weit weg ist, ne? 25. Neu-Rannenburg stehen welche? 2 Lüneburg. 6 über Lüneburg. Ah, er lädt gerade, okay. 14 sind das jetzt. Wir stehen hier über Neubrandenburg oder über Lüneburg. Da steht gar keiner nach Gütersloh oder so. So, fahren wir mit den Kutschen weiter. Zwei und drei sind da rechts. Der Zug hat 9 Passagiere unten mitgebracht, ist jetzt in Gütersloh, ne? Da steigen jetzt 6 ein. 17 sind das die Marge. Ja, die Kutschen nehmen natürlich jetzt definitiv den Dingens die Fahrgäste weg, oder? Dem Zug. Aber voll werden sie auch nicht mehr. Da unten sind jetzt 24 drinne und jetzt müsste die leer sein vielleicht, weil ne, ne, steigen noch 4 ein, aber die zweite Kutsche hier müsste leer bleiben. Ja, dann können wir die auflösen. Sind nur noch 2 Kutschen drauf. Einer hat sogar nur noch 4. Aber er ist ja schon weitergefahren mit 24 Kisten. Ja. Das macht unsere Marge 10% miese. Hier stehen irgendwie 99, davon 12 nach Gütersloh, 13 über Lüneburg, 7 über Lüneburg, 6 über Gütersloh. Okay. Der hat hier gut einen Gewinn eingefahren. Sechs und vier und wir haben den 27. Schauen wir mal, wer wann wo ankommt. Da links wird in Gütersloh angekommen. Ja, mal schauen, ob er noch lädt, ne? Ja, wird sogar voll. Hier sind 33 drin. Und hier sind 6 drin, die fahren nach Gütersloh. Da sind sogar noch 2 am Stehen, die noch weiter wollen. Und in die andere Richtung nach Zweibrücken stehen mittlerweile 73 Passagiere. Ich denke mal, wir machen das jetzt hier so, dass wir dort nicht laden machen und die beiden setzt man dann auf die andere Liste, Linie dahin, ne? Zwischen Lüneburg und Zweibrücken. So, das passt. Fahrplan ändern. Lüneburg-Buag. Jetzt fährt er da lang.
Lädt er hier zuerst? Ich will's hoffen. Nee. Lüneburg-Burg. Ich hätte doch aber gerade jetzt Lüneburg-Rathaus eingegeben, oder? Ah. Das war ganz schlau, weil wir nicht Laden hier noch anhaben, ne? Deswegen fuhr er da jetzt auch schon weiter. So, komm schon nochmal schnell hier. So, Freit. So, der fährt noch da. Ach so, ah, nee, den müssen wir noch anlassen. So, der hat 5 eingepackt, die nach Lüneburg-Burg fahren. Das ist schon mal gut. Den können wir ausmachen. Und der muss da noch weiter, ne? So, jetzt können wir hier den Fahrplan ändern. Lüneburg, Lüneburg-Burg. Lüneburg, Lüneburg-Burg. Passt. Fahr mal weiter. Den mache ich jetzt aber auch aus. Weil das soll erstmal gut sein. Hier unten stehen ganz viele Leute. Zug ist 20 Personen drin. Wie sieht es hier aus? 58, aber wir haben auch schon Juli. Was macht unsere Kurve hier? So wie es aussieht, war die schlecht. Neun minus. War da auch. Und da war mal 79 plus. Das ist identisch mit dem. Hier kommen gerade Postkutschen an die Entladen. Lüneburg-Gütersloh ist da, aber es ist vor allem über Köln-Rathaus ganz viel. Das heißt, wir müssen hier in der nächsten Folge noch Kutschen nach da machen oder wir müssen nach Köln mit dem Zug fahren, ne? Ja, was ich vielleicht dann favorisieren würde. Müssen wir mal gucken. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.